Kohl hat natürlich wesentliche Beiträge zur Einheit geleistet, da bin ich ganz sicher. Er hat Glück gehabt auch, aber es war nicht nur Glück. Das erste war NATO-Doppelbeschluss. Die Wiederfestigung von NATO, übrigens auch europäische Integration, einheitliche europäische Akte 1984 zusammen mit Mitterrand und Delors. Die Rückgewinnung von Vertrauen, Verlässlichkeit, sein Verhältnis zu Reagan, hat er vielleicht doch Glück gehabt. Sie wissen, der Kanzler Schmidt hatte Reagan nicht empfangen, ein Jahr bevor er Präsident wurde. War nicht sehr klug. Kohl hat lange mit Reagan gesprochen, hat eine gute Beziehung mit Reagan gehabt, die selbst Belastungen gut ausgehalten hat. Das war die erste Voraussetzung. Dann haben wir eine Beziehung, eine Politik der deutsch-deutschen Beziehung betrieben, die ja auch die sachkundigen Sozialdemokraten wie Egon Bahr im Grunde wirklich in Erstaunen versetzt hat, weil sie zugeben mussten, wir haben es besser gemacht, als sie selber sich das vorgestellt haben. Bis zu dem Besuch von Honecker in Bonn, der ja, wenn man es genau analysiert, einen wichtigen Beitrag geleistet hat zu der Entwicklung. Aber vorher war viel wichtiger noch den Reiseverkehr zwischen der DDR und der Bundesrepublik so stark zu forcieren, wie das seit 85 gelungen ist. Man muss daran erinnern, seit 85 sind Jahr für Jahr Millionen, und zwar nicht nur Rentner, sondern auch jüngere Menschen, von Ost nach West und zunehmend auch von West nach Ost gefahren. Das hat den Zusammenhalt in Deutschland wahnsinnig verstärkt. Das Kalkül von Honecker und der SED war gewesen, dass man durch eine gewisse Auflockerung im Inneren, nach außen, Reformen im Inneren im Sinne von Gorbatschow verhindern könne. Unser Kalkül war gewesen, je mehr sich die DDR nach außen öffnet, umso weniger kann sie den Prozess innerer Reformen unterbinden. Deswegen haben wir immer gesagt, wir müssen sie stabilisieren, sie soll souverän bleiben, sie soll sich nach außen öffnen und der Rest wird schon von alleine passieren. Wobei wir nicht auf die kurzfristige Wiedervereinigung spekuliert haben, aber darauf, dass der Zusammenhalt in Deutschland stärker bleibt. Die Politik war richtig. Und dann, als sich die Chance auftat im Sommer 89, da war nun Kohl, aber das ist viel beschrieben, da brauche ich gar kein Lob zu singen, da war er in einem Maße instinktsicher. Das ist wirklich, wenn man so will, auch die Erfüllung seiner Kanzlerschaft. Die Situation erkennt, zugleich behutsam im Umgang mit allen Partnern in der Welt, in der Sowjetunion wie in Amerika, mit Frankreich, mit Großbritannien, wie auf Samtpfoten hat er sich bewegt, weil er wusste, einerseits klar den Prozess in Deutschland nicht aufhalten, die Chance ergreifen, aber andererseits, es geht nur, wenn die anderen um uns herum letztlich sich damit abfinden. Denn die Einzigen, die ja ganz von Anfang an und ohne Zweifel dafür waren die Amerikaner, der Rest war ja immer so ein bisschen, naja gut, die Polen waren auch dafür, die Osteuropäer waren alle dafür. Aber viele andere waren natürlich ein bisschen zögerlich, was da passiert. Und da war Kohl auch in seinem Instinkt ungeheuer stark und erfolgreich. Deswegen hat er Glück gehabt, aber es war nicht nur Glück, sondern er hat ungeheuer wichtige eigene Beiträge dazu geleistet.